Ich hoffe, man kann mich hören und auch gut sehen. Ich bin ein bisschen früher dran heute. Prüfen erstmal, ob alles gut funktioniert, rein technisch. Super. Ich sehe, Lena ist dabei. Noch eine Lena ist dabei. Und ja, es kommen Zuschauer. Super, ich freue mich. Ich erzähle erstmal ganz kurz eine kurze Geschichte gestern, bevor wir starten jetzt mit unserem Immunbooster-Thema. Heute Immunbooster-Thema, Greenway-Produkte, die uns über ja, den Herbstblues und auch der allgemeinen Erkältungswelle helfen. Bevor wir starten, ich wollte jetzt mal, ich bereite schon mal was vor. So, für euch. Guck mal, ich werde gleich verraten, was das ist, aber das tue ich erstmal hier ins Wasser. Das wird vorbereitet. Und das andere, das wird noch vorbereitet. Und ja, ansonsten starte ich schon mal so die kleinen Vorbereitungen. So. Wir werden heute richtig tolle Getränke, die unsere Gesundheit fördern, aber auch gute Laune fördern, testen mit euch. Ich erzähle euch auch über die, ja, über die Bestandteile dieser tollen Sachen und warum die so gut sind. Aber bevor wir starten, erzähle ich euch ganz kurz nochmal die Geschichte. Es ging gestern waren wir spazieren mit den Kindern. Es ist ja jetzt gerade. Sind in Hamburg Herbstferien und das Wetter war so lala. Und ja, wir hatten irgendwie alle so ein bisschen, keine Ahnung, so eine in Graulaune, bis wir gesagt haben: Okay, jetzt müssen wir was ganz, ich weiß nicht, irgendwie was verändern. Haben wir angefangen, irgendwie so gelbe Blätter im Park zu sammeln und anschließend haben wir gesagt: Okay, jetzt gehen wir jetzt mal irgendwie Tee trinken. Und das Tolle ist dabei, beim Tee trinken ist uns eingefallen, dass wir doch alle irgendwie diese ist das immer so eine Goldlatte oder so, wird das in diesen Tee- und Kaffeeshops angeboten. Haben wir das gestern auch noch getestet und danach war interessanterweise irgendwie richtig gute Laune bei allen, denn allein schon dadurch, dass draußen das Graue ist und drin irgendwie so ein irgendwie bunter Getränk ist, in diesem Fall war das so ein gelber Getränk, hat es uns allen sehr gut getan. Und anschließend haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir auch noch bunte Sachen an. Und deswegen kam ich heute auf das Bunte. Wem das irgendwie, ihr könnt mir gerne, ich winke euch allen und wenn ihr sagt, ja, bunte Laune beziehungsweise knallige Farben bringen mich auch sehr gut über den Herbst, beziehungsweise helfen mir bei der Herbstlaune. Da könnt ihr mir gerne einen Kommentar, ein Emoji hinterlassen oder mal auch winken. Auf jeden Fall, ja, wir kommen heute zu den spannenden, tollen Themen. Es geht um zwei wichtige oder auch, ja, wie soll ich sagen, so grundlegende Getränke, die wir von Greenway für die Herbst, aber auch für die Winterzeit vorbereitet haben, die nicht nur ja, für gute Laune sorgen, sondern vor allem für die gute Immunität. Wir wollen heute mal schauen, was auch noch zusätzlich, was man selbst noch zu Hause als so eine kleine, so ein Allround-Mittel vorbereiten kann, zusätzlich für die Familie, aber auch gern für die Kinder, was uns auch über diese, ja, über diese kalte, nasse Zeit hilft. Das heißt, so circa in 30 Minuten, so dass ihr die Zeit planen könnt, erzähle ich euch auch noch das Rezept, das originale ayurvedische Rezept der goldenen Milch. Und zwar ist es jetzt nicht der Goldlatte wie in ja, modischen Coffeeshops und so. Es ist jetzt ohne Zusatzstoffe. Es ist wirklich ein, ja, das Originalrezept, was aus
ja, wichtigen natürlichen Grundbestandteilen auf diesen Bestandteilen basiert. Und wir kommen dann anschließend noch dazu, das Ganze kurz zu besprechen, dass ihr, wenn ihr Interesse habt, das Ganze auch schon am Wochenende vielleicht zusätzlich vorbereiten könnt. Also, legen wir los. Das Erste, was ich hier vorstellen wollte, ist, da müssen wir jetzt nochmal üben, wie das Ganze heißt. Es heißt Chaga. Es ist an sich, ist es von WellLab, also Wellness Laboratorium, Element 03. Also so sieht es aus. Ich sehe das wahrscheinlich querverkehrt, aber glaub mir, da steht die Nummer 03. Und wir haben hier Chaga. Chaga ist ein, das ist ein wundervoller, ganz toller, natürlicher Pilz. Und früher, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich das hier gesehen habe, habe ich nur ein paar Mal Kontakt zu diesem Pilz sozusagen oder zu diesem Getränk gehabt. Und das war immer stets auf Messen. Vegetarische, vegane Messen und sozusagen Bio-Natur-Gesundheitsmessen, wo man über die vorbeugende Maßnahmen spricht, die uns weiterhelfen, die unsere Immunität auf Vordermann bringen. Und da traf ich immer wieder auf Chaga und habe das auch getestet, wurde ich immer wieder so eingeladen auf ein Gläschen Chaga. Und ja, also es hat mich schon sehr fasziniert und umso begeisterter war ich zu erfahren, dass Greenway auch jetzt Chaga in solchen kantlichen Format, 25 Portionen sind da drin, auch sozusagen für, ja, für den allgemeinen Gebrauch. Also man braucht jetzt nicht extra zu einer speziellen Messe zu laufen oder ja, auf Naturheilkundeverfahren anzutreffen, also sozusagen Kenner zu sein. Man kann sich einfach das Ganze nehmen und mal ausprobieren. Ich erzähle gleich, warum das so cool ist. Aber als erstes zeige ich mal, das so sieht die Verpackung aus. Da drin befinden sich, wie gesagt, diese 25 kleine Tablettchen und eins davon habe ich gerade ins Glas geworfen. So sieht das aus. Das ist gepresster Chaga. Sehr intensiv. Sehr intensiv, das kann ich sagen, denn ich habe es schon probiert. Und weil ich Chaga sowieso auch verwende bei mir zu Hause, ich kenne das in Pulverform, das ist dann ein bisschen anders. Das ist schon handlicher hier. So, ich zeige es euch. So, wir haben es ja, wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Ich habe es hier sozusagen die Tablette eingeworfen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Das wird zu einem, ja, das ist wie ein Kaffee. Ne? Viele bieten das auch an als Alternative zu Kaffee. Was für mich ehrlich gesagt ein Rätsel ist, wie kann man das als Alternative zu Kaffee anbieten, wenn das doch ein gesundheitsförderndes, also ein stark, also wirklich, es ist, wenn ich das jetzt mal sozusagen so spoile, das ist das absolute, das beste Antioxidant der Welt. So viele Antioxidantien hat es. Und bei Kaffeegetränk ist das eher der Gegensatz. Es oxidiert uns. Aber egal. Naja, auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Kaffeealternative. Es hat die Farbe vom Kaffee, ja. Aber alles andere würde ich mit Kaffee nicht vergleichen. Auf euer Wohl, auf unsere Gesundheit. Es ist ganz angenehm zu trinken. Das war jetzt gerade so ein. Ja, es ist kein heißes Wasser gewesen, aber auch kein kaltes, also so ein bisschen so ganz angenehm zu trinken, ne? Also angenehme Wassertemperatur. So, wir starten jetzt zu Chaga-Tee und zur Wirkung. Also starker Schutz vor freien Radikalen. Das würde ich immer bei Chaga an erste Stelle stellen. Chaga ist tatsächlich ein, das ist ein Pilz. Das erste ist, das ist ein Pilz. Das zweite ist, wo kommt dieser Pilz vor? Der wächst auf Bäumen. Und der beste Pilz ist, der wächst auf den Birken. Und ganz wichtig bei Chaga ist, immer herauszubekommen, woher kommt das denn? Denn ich werde jetzt gleich zu den ja, zu diesem riesen wie soll ich sagen, ja, Inhalt zu Chaga kommen. Aber je kälter die Region ist, woher Chaga stammt, desto besser ist es. Das heißt, Asien, Russland, Norwegen, das sind so kalte Regionen, wo, also wie gesagt,
immer gucken, wo eben die kältere, sozusagen die kalten Wälder sind, und immer schauen und fragen, ob das direkt aus dem Wald kommt, ne? Ob das direkt sozusagen aus der freien Natur kommt. Denn aufgrund der, ja, also in den letzten zwei, würde ich sagen, aber man kann sagen, in den letzten Jahren ist Chaga doch sehr famos und ein bisschen so zu einem Modegetränk geworden unter den Kennern. Und man möchte natürlich auch, man hat gesehen, oh, es ist eine große Anfrage, aber es ist nicht einfach zu bekommen. Also, was machen wir? Wir versuchen das zu züchten. Soweit ich weiß, ist das jetzt ohne großen Erfolg geblieben, aber diejenigen, die Chaga züchten, die Unternehmer, und das heißt Chaga auch verkaufen ein Produkt, was gar nicht die Wirkung hat. Ne? Das heißt, bitte keine gezüchtete, wie Champignon gezüchtete Chaga, sondern wirklich aus einer wilden Natur gewonnene Chaga. Immer prüfen, woher das kommt. Ja, gut. Also, wir haben ja gesagt, das ist ein Pilz. Es kommt in kalten Regionen vor. Wir haben hier in der Verpackung 25 Portionen, also je 810 Milligramm. Und dieser Chaga-Konzentrat wurde mit zusätzlich noch mit Zink, Vitamin C und Rutin verarbeitet. Das heißt, wir haben hier wirklich eine ganz starke, wunderbare Mischung für den kalten Herbst. Also, was macht Chaga denn so besonders? Als erstes, das ist eine heilsame, sehr heilsame Wirkung. Und wenn wir die Qualität und die Abstammung geprüft haben, das hat übrigens Greenway auch schon geprüft, das wurde auch tatsächlich in den kalten Regionen von Altaigebirge, das ist in Russland, gesammelt zu einer bestimmten Jahreszeit. Also es gibt wirklich tatsächlich Nuancen bei den Wildkräutern, aber auch bei den wilden Pilzen, die man beachten muss, ne? Damit man auch tatsächlich die Wirkung, die maximale Wirkung für sich bekommt. Es ist, wie gesagt, von Birken aus Wildsammlung. Und der ideale Zeitpunkt, der sozusagen soll dann auch für die Ernte beachtet werden, damit die Abwehr- und Heilkräfte dann maximal da, wie soll ich sagen, beinhaltet sind. Interessanterweise ein Fakt, was euch vielleicht, ich weiß nicht, also für mich war es interessant, über 1600 Studien gibt es mittlerweile zu Chaga. Das heißt, Chaga ist jetzt, also dieser Pilz, ne, ist jetzt so in aller Munde, gerade so bei den Menschen, die sich um ihre Gesundheit besonders kümmern möchten, die auf präventive Maßnahmen, also vorbeugende Maßnahmen setzen. Da ist die Nachfrage groß. Insoweit ist das auch interessant, dass eben so viel geforscht wird. Über 1600 Studien zu Chaga. So, welche, ja, wie soll ich sagen, welche Besonderheiten haben wir bei Chaga insgesamt? Erstmal rede ich über Chaga und dann können wir vielleicht so sozusagen, dann kommen wir nochmal auf das Produkt. Also, es gedeiht in der Wildnis, ne, auf den Birken in kälteren Regionen, und über 10 bis 25 Jahre wächst es. Das heißt, es ist wirklich ein Pilz, das ja, über diese ganze Zeit eine Symbiose mit dem Baum bildet. Ne? Also, wir finden das in der Nordhalbkugel von Lappland über Sibirien und die Mongolei. Mongolei ist das, was ich mit Asien übrigens meinte. Also jetzt nicht irgendwelche warme Regionen, sondern kalte. Und die Auswüchse brauchen einige Jahre, bis sie all die fantastischen Inhaltsstoffe aus der Birke geschöpft haben. Und man geht davon aus, dass vor allem, wie gesagt, die harten klimatischen Bedingungen, von denen sich der Pilz schützen muss, dazu führen, dass es sowohl so starke Abwehr- und Heilkräfte entwickelt. Und der Chaga-Pilz, sozusagen, der auch in unserem mitteleuropäischen Klima wächst, der kommt auch vor. Allerdings konnte da keine Heilwirkung nachgewiesen werden. Ne, das ist wichtig. Insoweit ist es doch tatsächlich immer wichtig zu fragen, woher kommt denn das?
Wie gesagt, hier, das kommt aus Altaigebirge, also genau da, wo das wertvolle, wo die wertvollen Abwehr- und Heilkräfte von Chaga-Pilz produziert werden können. So, Chaga-Inhaltsstoffe. Jetzt kommen wir zu ganz wichtigen Sachen. Und das erste ist das Antivirus, ne? Antivirale Inhaltsstoffe. Zudem, es aktiviert das Immunsystem, deswegen Immunbooster. Es wirkt entzündungshemmend und das Entzündungshemmende ist etwas, was auch im zweiten Getränk heute, was ich vorstellen werde, ganz stark vertreten ist. Aber entzündungshemmend ist heutzutage sozusagen so wichtig, diese Wirkung, dass Entzündungen in der Zelle auch gehemmt werden, dass Entzündungsprozesse im Organismus gestoppt werden. Dass das auch eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr wertvolle Wirkung von diesem Chaga-Pilz ist. Es ist das stärkste, also unter allen bekannten Antioxidanten ist es das stärkste der Welt. Und das beweisen übrigens all die Studien, auf die ich mich berufen habe, über 1600 Stück, ne? Es senkt das erhöhte Cholesterin, das heißt, alle Menschen mit erhöhtem Cholesterin, aber auch mit Bluthochdruck, da wäre Chaga als Kur eine wunderbare Sache. Wir kommen dann nachher nochmal zur Kur, wie lange man Chaga insgesamt auch einnehmen könnte und sollte. Aber das kann man schon mal sich merken, ne? Es regt den Stoffwechsel an, und es reinigt, das Blut, ne? Reinigt das Blut von Giftstoffen. Es, steigert die Leistungsfähigkeit, das ist klar, und es verjüngt. Was natürlich immer schön ist, ne? Wir wollen ja immer alle Sachen, die uns verjüngen, warum nicht? Alles her damit. Man sagt, es verbessert dadurch ja auch das Hautbild, es mindert Parodontose. Parodontose ist übrigens auch das ist natürlich auch die entzündungshemmende Wirkung, so kommt die auch zur Geltung, ne? Es fördert Tiefschlaf übrigens und hilft bei entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen. Es steigert die Aktivität der körpereigenen Killerzellen und es senkt und reguliert erhöhten Blutzucker bei Diabetes. Also, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Chaga immer sehr gut zur Kur oder gut über eine gewisse Zeit eingenommen werden soll, um tatsächlich die gute Wirkung für den Körper zu sichern. Weil das ein Naturprodukt ist, ist es vergleichbar mit vielleicht mit ja mit Heilkräutern, ne? Auch diese mit natürlichen Heilmitteln, auch diese sollen in der Regel über eine gewisse Dauer eingenommen werden. Es beträgt also mindestens 3 Monate, dass Chaga praktisch, ne, damit das Blut, ne, sich auch komplett erneuert. Das heißt, 3 Monate Einnahmezeit ist sehr zu empfehlen. Das ist so im Allgemeinen, wenn man tatsächlich eine tiefe Wirkung für sich erzielen möchte. Und wie gut das passt, nicht wahr? Wir haben jetzt gerade, es fängt jetzt an, ne, mit der Herbstzeit. Und wenn man sagt, okay, ich will mal jetzt November, Dezember, Januar, da sind so die starken Erkältungsmonate, die starken Monate von Dunkelheit, ja, die dunkelsten auch Monate, ne? Also wir haben dann sozusagen erst ab dem 21. Dezember wird es dann nach und nach heller, aber an sich, also es ist dann immer die kürzeren, die kürzesten und die kürzesten, ja, die kurzen Tage, ne? Sonnenstunden und die allgemeine, man sagt ja auch so, diese dunkle Jahreszeit, erzeugt ja auch in uns auch vom Gefühl her auch immer so diese, ja, Herbstblues, ne? 3 Monate ist eine gute Zeit. Nochmal, sag's nochmal, dieses besondere Antioxidanz, Volumen, was Chaga uns bringt, ist so unglaublich. Man sagt, freie Radikale sind ja die normalen Stoffwechselprozesse in unserem Körper und die sind leider nicht förderlich für unsere, ja, Fitness, für unsere Gesundheit. Und unser Immunsystem muss damit immer
kämpfen, ne? Und zwar dauerhaft. Und im Herbst und Winter besonders stark. Also das sind diese Umbruchszeiten, Herbst, Frühling. Und in großer Konzentration können diese freien Radikale Entzündungen im Körper hervorrufen und sozusagen verschiedene Erkrankungen begünstigen. Und diese Superfoods, die wir immer wieder sagen, ja, Acai-Beeren oder Goji-Beeren und Spinat, was natürlich stimmt und so weiter, die helfen uns immer bei diese freien Radikale zu eliminieren. Und die potenteste Lebensmittel, freie Radikale, mit dem die freien Radikale bekämpfen wird, die wird mit so einem ORAC-Wert gemessen. ORAC, ne, ORAC-Wert. Und dieser ORAC-Wert ist bei diesem Superfood, Chaga, ich sage jetzt mal auch Superfood, weil ja, also Immunbooster, Superfood, das alles zeigt einfach, das sind super ganzheitliche Produkte, die unserer Gesundheit förderlich sind. Ja? Aber sagen wir, mit diesem Superfood, das ist der höchste ORAC-Wert überhaupt, den man gemessen hat bei Chaga. Zum Beispiel Chaga, wie gesagt, das ist die höchste gemessene ORAC-Konzentration aller Superfoods. Und mit, das, also wenn es euch wirklich interessiert, das ist ein Wert bis zu 36.560.000, also über 36 Millionen hat dieser wild gewachsene Chaga. Er hat wirklich den höchsten ORAC-Wert und sozusagen gilt daher als die, ja, hochkarätige Antioxidanz. Okay, so, dann wisst ihr Bescheid. Also hochkarätige Antioxidanz, einfach ein super gesunder Pilz, der für uns auch noch in einer Teeform oder Tee, Kaffee, Getränkform verfügbar ist. So, und insoweit, das ist jetzt mal ganz kurz gemessen, wenn wir ein Chaga-Pilz, ein Chaga-Getränk täglich, man kann den zweimal pro Tag, aber wenigstens einmal täglich einnimmt. Und das über 3 Monate hat man sich selbst der eigenen Gesundheit in Sachen Antioxidantien, entzündungshemmende Prozesse, immunitätsfördernde Prozesse sehr viel getan. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz aus dieser, also wir haben hier praktisch noch eine besondere Aufschlüsselung. Und zwar der Chaga, der hier bei InWellLab 03 verwendet wird, das ist ein erstklassiger Chaga-Konzentrat, also Extrakt. Ne? Und er ist, man sagt, es ist fünfmal sind mehr Werkstoffe als in einem normalen gemahlenen Chaga. Und so ist es dann, man sagt, pro Tasse ist es dann 200 Milligramm Chaga-Extrakt da drin. Und wir haben hier so eine Express-Technologie, also spezielle Brühtechnologie, die eben ermöglicht, schnell aus dem Getränk das Beste herauszuholen. Ne, und man sagt, einfach die Tablette mit 100 bis 250 Milliliter mit heißem Wasser aufgießen und Getränk 1, 2 Minuten ziehen lassen. Ich habe das Getränk mehr als 2 Minuten gezogen lassen, ziehen lassen, wahrscheinlich so 5 bis 6. Das ist alles möglich. Und der Geschmack verändert sich tatsächlich, was ja klar ist von der Konzentration her, ob das jetzt 100 Milliliter sind oder 200 Milliliter. Dementsprechend wird das eher intensiver oder nicht. Es ist ein ganz angenehmer Geschmack. Ich kann es nicht vergleichen. Ich würde das ein bisschen mit dem Weidenröschentee mit Ivan Chai vergleichen, aber auch das ist ja einfach probieren. Es kann regelmäßig und soll regelmäßig getrunken werden. 3 Monate Kur wäre schon sehr gut. Danach kann man ein bisschen aussetzen und dann wieder gerne nochmal weiter trinken. Es gibt natürlich insoweit auch keine Nebenwirkungen, es sei denn, es ist eine individuelle Unverträglichkeit gegen den Pilz, aber das kann man tatsächlich nur durch die eigene Erfahrung feststellen. Ne? Ja, das ist es, das ist das, also das Fazit, also Chaga-Pilz und Chaga-Tee-Wirkung ist eben eine enorme, das ist die beste Antioxidanz überhaupt. Und ja, beste Getränk für gerade für diese Jahreszeit. Ich würde sagen, ab
Für dich persönlich, ab Mitte Oktober oder ab Ende Oktober, wenn der Oktober bei euch sonnig und warm ist, sozusagen ab der kälteren Zeit, ne? November, Dezember, Januar, Februar, März ist man dann besonders müde auch. Ich würde dann immer die Winterzeit mit Chaka überwintern. Das ist eine gute Empfehlung. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr Chaga kennt. Schreibt mir gerne, ob ihr schon Chaga von Wellup 03 ausprobiert habt und wie ist das für euch? Und schreibt mir gerne, Maria, warum hast du uns gesagt, du hast es mit warmem Wasser übergossen und da steht aber mit heißem Wasser. Leute, versucht beides. Ich persönlich übergieße nichts mit heißem Wasser, also richtig so mit brühend heißem Wasser, was aus der Natur kommt. Für mich reicht es schon so die 60 Grad, 70 Grad Marke, so wie beim grünen Tee. Aber wie gesagt, also beides passt. Es wird gut aufgelöst. Ihr könnt es auch gut trinken. Lecker. Auf euer Wohl. So, wir haben jetzt ja, wie soll ich sagen, ein Produkt, was ich euch vorstellen möchte. Das zweite Superfood oder Immunbooster. Meine Kinder sagen immer, das ist unser Schlafmittel. Also unser Schlafmittel sieht so aus. Also damit gehen sie immer ins Bett. Also so die Farbe. Und es ist in der Regel auch tatsächlich so wenig, beziehungsweise so ungefähr 100 Milliliter, maximal 120, weil vom Schlafen gehen sollen sie auch nicht so viel trinken. Ich trinke manchmal eine ganze Tasse. Das ist die goldene Milch, the golden milk. In Ayurveda das Getränk überhaupt. Es ist ein universelles Getränk. Es ist ein Getränk, was praktisch für die Balance gilt. Es ist das Getränk, was die, ja, wie soll ich sagen, die blanken Nerven wieder ausbügelt. Es ist das Getränk für uns Frauen, die einfach mal auch runterkommen müssen und möchten. Manchmal ist es passiert auch mitten am Tag etwas, wo ich tatsächlich denke, oh, ich bin jetzt gerade fertig für die goldene Milch, nicht für Kaffee. Aber es war bis jetzt für mich nicht immer möglich, die goldene Milch mitten am Tag zu trinken, denn die Essenz sozusagen, davon erzähle ich euch das heute, habe ich bei mir im Kühlschrank. So, und ich kann nicht immer zu mir nach Hause zum Kühlschrank eilen, aber jetzt habe ich die goldene Milch in der Tasche. Ding, ding. Und zwar, dann nehme ich mir doch irgendwie meine Tasche und tue dann die goldene Milch rein und damit laufe ich dann. Naja, auf jeden Fall, das Coole ist dabei, warte mal, Entschuldigung, ich bin weg. Ich bin so begeistert von der goldenen Milch for the pocket. The gold mit Samata for the pocket. Also, so sieht die wunderschöne goldene Milch Samata für the pocket aus. Da sind hier die 30 Tassen goldene Milch. Klein und handlich. Und wie gesagt, für mich immer eine optimale Lösung für die Handtasche. Was ist da drin? Erzähle ich euch. Ich kann nur sagen, Greenway hat hier sich besonders Mühe gegeben, denn die haben gleich zwei Sachen, also zwei Superfoods von Ayurveda zusammengemischt. Das heißt, sie haben, ja, wie soll ich sagen, naja. Ich muss jetzt mit der Sprache rausrücken. Sie haben Ashwagandha. Diejenigen, die Ashwagandha kennen, die von Ayurveda her Ashwagandha kennen das als ein Adept, was man sozusagen, um Nerven zu beruhigen, um besseren Schlaf zu fördern, um Stressresistenz zu fördern, um einfach mal den Stress sein lassen oder auch für den Stress haben, für die nächste Zeit vorbereitet zu sein. Verwenden die Menschen Ashwagandha. Das kennt man aus Ayurveda. Und hier bei Samatha haben sie sich wirklich Mühe gegeben und haben gesagt, wir nehmen hier the golden milk und Ashwagandha zusammen. Und für die, die sagen, naja, Ashwagandha, eine Pflanze,
Heißt übrigens, in Deutschen heißt es eine schlafende Beere oder Schlafbeere. Dabei werden die Beeren der Pflanze nicht verwendet, sondern nur die Blätter und die Wurzeln. Ja, Ashwagandha, komisch und so weiter. Und für diejenigen, die sagen, naja, Ayurveda, weiß ich nicht, ob das bei uns Europäern hier gut wirkt, für die hat man noch Rhodiola rosea, also Extrakt der Rosenwurz dazu genommen. Das heißt also, ihr könnt sehen, nur das Beste vom Besten hat man hier bei Samatha gemischt. Die Grundlage ist aber the gold milk, also die goldene Milch. Und wir kommen jetzt zur, kommt her, wir kommen jetzt zur Grundrezept der goldenen Milch. Also, die goldene Milch. Ich erzähle ganz kurz, woraus die goldene Milch erstmal besteht. Als erstes, die soll so aussehen. Na, also die soll auf jeden Fall eine gelbe Farbe haben. Das ist nicht golden, aber man sagt ja Gold. Na, man sagt ja auch bei der Flagge Deutschland schwarz-rot-gold. Aber es ist doch nicht Gold, es ist gelb. Also hier ist auch nicht Gold, aber gelb. So. Das zweite ist, was gibt uns das Gelbe? Was denkt ihr? Warum ist die goldene Milch gelb? Was denkt ihr? Schreibt mir gerne mal, schreibt mir doch gerne, was gibt uns die gelbe Farbe? Ist das jetzt die gelbe Aquarellfarbe? Ist das vielleicht ein gelber Edding? Weiß es jemand? Wofür steht Gold? Na, ich denke, es ist jetzt gerade mittagstief. Und wir sind jetzt schon sozusagen, wir sind schon über die Hälfte von unserer Live-Sendung hier. Es ist natürlich die Kurkuma-Wurzel. Genau. Also Kurkuma und vor allem der Kurkumin, was in der gelben Kurkuma-Wurzel beinhaltet ist, das gibt unserem Getränk die schöne gelbe Farbe. Und daraus besteht auch unser Samata. Das erste ist Kurkuma, Kurkumin. Kurkuma ist eine, ja, das eine ist, es ist über tausende von Jahren erprobtes Rezept. Das mag ich ja besonders, wenn die Menschen jetzt nicht nur sozusagen was Neues, sondern es wurde über tausende von Jahren das Rezept erprobt, für gut befunden. Es hat Menschen geholfen, also können wir es getrost verwenden. Warum also nicht mitnehmen? Und das Tolle ist dabei bei Kurkuma, also dieser Kurkumin, es sorgt jetzt nicht nur für die schöne gelbe Farbe, sondern Kurkuma hat ja auch also hat ganz viele positive Wirkungen auf unser Organismus. Und unter anderem ist das auch etwas, was für entzündungshemmende Wirkung sorgt. Da ist Kurkuma wunderbar. Es sorgt auch für die Balance und es sorgt auch dafür, dass auch die starke Antioxidationswirkung von Kurkuma ist übrigens bekannt, ne? Und es sorgt auch dafür, dass die Balance zum Beispiel für bei Bluthochdruckpatienten, bei Bluthochdruck, dass auch Bluthochdruck in die Balance, also sozusagen niedriger wird. Und es hilft grundsätzlich natürlich auch die Immunität auf Vordermann zu bringen. Zweiter Bestandteil der goldenen Milch, was auch hier bei Samatha verwendet wird, ist schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer verdoppelt oder vervierfacht sogar. Warte mal. Also es gibt verschiedene Angaben, vervierfacht, versechzehnfacht. Auf jeden Fall, es macht, also die Wirkung von Kurkumin mit Piperine macht das Ganze tausendmal so höher. Tausend, Maria, warum sage ich zweimal? Tausendmal so höher. Für mich, ehrlich gesagt, Leute, ich habe das sozusagen bei mir zu Hause, ich erzähle euch gleich, wie ich das zu Hause mache. Wenn ich das, also das trinke ich bei mir, das habe ich so als Pocket-Lösung, das habe ich als schnelle Lösung, dass wenn ich nicht da bin, die Kinder sich selbst zum Beispiel so eine goldene Milch machen können. Aber ich erzähle euch nachher, also zwar jetzt nicht mit Ashwagandha und so weiter, so tolle Premium Samatha machen kann, aber die goldene Milch. Dazu erzähle ich euch. Und dieser schwarze Pfeffer,
Den habe ich sowieso immer in meiner Mischung. So, dann kommt noch Ingwer dazu. Dann kommt noch die Gewürze. Und die Gewürze sind Zimt, das ist sehr erwärmend. Kardamom, das liebe ich einfach, muss nicht sein. Und wie gesagt, Zimt und Kardamom, das sind die Gewürze für die goldene Milch, die aber optional sind, ne, dass ihr das versteht. Dann kommt natürlich die Milch selbst. Und die Milch, bei uns, wir leben vegan, bei uns ist das die Mandelmilch. Und ein bisschen, also man sagt immer, so ein Tropfen Kokosöl. Also man kann einen Tropfen nehmen, man kann einen Teelöffel nehmen, wenn man gleich zum Beispiel zwei, drei Portionen zubereitet, je nachdem, wie ihr das Öl verträgt. Das macht man wegen der lösenden oder kurkuminlösenden Wirkung, ne? Also sozusagen öllösenden. Die Zusätze, die Samadhi hier mitverwendet, wie gesagt, sind wirklich ja, von besten, nicht von schlechten Eltern. Das ist das Beste. Das erste ist Ashwagandha, das zweite ist Rhodiola rosea, Rosenwurz. Ich habe euch davon schon erzählt und nur zu Rosenwurz noch kurz. Das wirkt entspannend. Das heißt auch noch eine oxidative, also eine antioxidative Wirkung, also die Bindung der freien Radikale. Und es, ja, es fördert auch unser Gedächtnis, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Und Aufmerksamkeit. Das heißt, wir kommen vom Stress runter, dank Ashwagandha und dank Rosea, Rhodiola Rosea. Gleichzeitig bekommen wir eine gute Konzentration, ne, weil wir uns eher auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sind aber trotzdem beruhigt und ausgeglichen. Was will man mehr? Ja, was noch dazu kommt, es verbessert also das Metabolismus. Das heißt also unsere Fettverbrennung, unsere Verdauung wird auch noch optimiert. Also wie cool ist das denn? Ne? Ja, wir haben, ich bin jetzt hier mit der goldenen Milch, also wie gesagt, fast zu Ende, was die Grundrezeptur anbelangt. Das heißt, wir haben gesagt, da kommt Milch, also Kuh- oder Pflanzenmilch, jetzt kommt Kurkuma, also bei mir Kurkuma-Essenz, erzähle ich gleich. Dann kommt schwarzer Pfeffer auf jeden Fall und das ist auch hier drin beinhaltet. Dann kommen bei mir zum Beispiel optional die Gewürze, das ist Zimt, Kardamom, Nelke. Und es kommt auch Kokosöl. Das ist es. Das alles ist hier drin beinhaltet. Dann kommt noch Ashwagandha und Rhodiola. Und wir vermischen das Ganze mit 100 Milliliter Wasser. Wie gesagt, hier braucht man keine Milch, denn hier ist die Milch schon enthalten in Pulverform. Und wir trinken. Auf euer Wohl. Im Vergleich zu Chaga zum Beispiel ist das hier eine klare Note von, ja, es ist so sämig, süß. Es ist süßer und es ist cremiger. Es ist wirklich so wie gesagt, für meine Kinder ist es immer ein Gute-Nacht-Milchgetränk. Man kann es für sich dann als Routine, immer wieder als Abendroutine einbauen, wie ihr möchtet. Weil das ein natürliches Mittel ist, auch hier haben wir die Tatsache, dass es sich lohnt, als eine Kur einzusetzen. Die goldene Milch, das ist nach Ayurveda, soll so um die 40 Tage als Kur eingenommen werden. Man kann sich also drei, vier, also auf jeden Fall so, ja, schon 40 Tage, wenn man nicht ganz 40 Tage schafft, ist auch nicht schlimm, aber versuchen das auf jeden Fall einen ganzen Monat, sich die goldene Milch als Kur, gerade über die dunkle Jahreszeit, zu gönnen und zu schauen, wie man sich fühlt. Interessanterweise sehen viele meine Klienten zum Beispiel, dass sie weniger Kaffee trinken dadurch. Das zweite ist, diejenigen, die an Schlafstörungen oder Schlafprobleme hatten,
haben so circa nach 2 Wochen, bekommen nach 2 Wochen guten Schlaf und haben dann, interessanterweise geht es tatsächlich in der Regel so nach 10 bis 2, nach 10 Tagen und nach 2 Wochen bekomme ich diesen positiven Feedback für die Lösung der Schlafprobleme. Ja, ob man jetzt dadurch, wie gesagt, also zum Beispiel bei meinen Kindern ist es so, dass sie einfach gerne diese bisschen süßliche, angenehmes, warmes Getränk noch vom Schlafen gehen, trinken und die wissen, ja, die sind dadurch geschützt und die sind gesund und die fühlen sich wohl. Und man fühlt sich auch als Mama natürlich wohl. Also eine gute, eine wunderbare Sache, die auch noch aus Ayurveda kommt, aus der Jahrtausende bekannten und berühmten Art, gesund zu leben. Das heißt Ayurveda. Ja, das ist es schon. Ich schaue mal, ob ich hier noch euch noch was erzählen wollte. Ich habe für heute tatsächlich 10 Seiten vorbereitet, weil es gibt so viel zu sagen, auch über Kurkuma und über goldene Milch. Insgesamt, also es trägt auch noch, na, man wird geistig agil, es ist ausgeglichen, leistungsfähig, Konzentration, Gedächtnisstärke. Das ist etwas wirklich eine tolle Sache. Genau, und zu Ashwagandha. Das habe ich euch schon erzählt, das ist die bedeutsamste Heilpflanze des Ayurveda. Und es wird auch in Ayurveda als traditionelles Beruhigungsmittel bei stressbedingten Schlafstörungen und zur Stärkung der Schilddrüse eingesetzt. Und ja, dass man das noch zusätzlich zu goldenen Milch sozusagen hinzugefügt hat, ist einfach wunderbar. Denn damit muss man jetzt, wie soll ich sagen, wenn man zu viel hat, zu viel auf dem Zettel hat, auch noch abends, auch als Abendsroutine, ne? Wenn man zu viel auf dem Zettel hat, um sich selbst was Gutes zu tun, dann schafft man es einfach nicht. Und Ayurveda, das ist tatsächlich die Kunst, sich die guten Sachen ins Leben so peu à peu als, wie soll ich sagen, so eine praktische Tradition einzuführen, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, sondern tatsächlich automatisch tut. Und wenn ich weiß, ist da drin ist einfach alles, was ich brauche, unter anderem gerade für Stressresistenz, ist es gut. Das Zweite ist für alle, die keine Schlafstörungen haben. Ja, ich habe jetzt viel über Schlaf gesprochen. Ich habe zum Beispiel keine Schlafstörung. Ich habe einen guten, gesunden und sehr schnellen Schlaf. Also ich kann schnell einschlafen. Es heißt nicht, dass wenn ich das jetzt getrunken habe, ich sofort einschlafe. Also denkt das bitte nicht, ne? Das ist es nicht. Ich habe auch zum Beispiel tendenziell niedrigen Blutdruck und bin eher so träge. Das macht mich nicht träger, ne? Das ganz im Gegenteil. Das macht mich schon glücklich und durch die Farbtherapie. Ich habe euch ja von der Farbtherapie gestern erzählt. Wir haben uns mit gelben Blättern, mit bunten Farben, aber auch mit bunten Klamotten und auch Golden Milk Latte über den Tag gerettet haben wir uns. Das tut einem gut. Wie gesagt, das Tolle ist ja bei den natürlichen Mitteln, es gleicht da aus, wo man es tatsächlich braucht. Ne? Bei Bluthochdruck gleicht es aus und auch bei niedrigem Blutdruck gleicht es aus. Zum Beispiel der Ingwer, der hier auch mit dabei ist, oder Pfeffer, der mit dabei ist. Das macht mich wach. Ne? Und das ersetzt auch den einen oder anderen Kaffee bei Menschen, die viel Kaffee trinken. Ne? Das spürt man aber automatisch. Das werdet ihr sehen. Ja, ihr Lieben, es ist ja die Zeit, ich habe versprochen, um mein Rezept vorzustellen, das Ayurvedische nicht meins, das ist das Grundrezept für Ayurveda, der Ayurveda für die goldene Milch. Einmal zum Aufschreiben und wenn ihr möchtet, können wir nachher dann nochmal im Kommentar diesen Rezept aufschreiben. Also, ja, wie gesagt, ich habe heute 10 Seiten vorbereitet und ich komme hier so ein bisschen so viele, weil ich finde das sowieso so spannend. Ich habe dann mein Rezept
Ich erzähle euch, warum mein Rezept ist es für die, warte mal, für, ich glaube, ist das jetzt für eine Woche oder für zwei. Auf jeden Fall, das ist das, was ich im Kühlschrank habe und immer sonntags zubereite für die Woche. Und dann gucke ich mal, ob da noch was übrig bleibt. So, also, wir sind 4-Personen-Haushalt, dass ihr Bescheid wisst. Ich nehme 150, nee, Quatsch, so ein Quatsch. Also, wichtig ist Kurkuma-Essenz. Das erste ist Kurkuma-Essenz und das zweite ist, wir setzen diese Kurkuma-Essenz zu Milch zu. Kurkuma-Essenz. Die steht bei mir im Kühlschrank und die bewahre ich auf und man kann sie innerhalb von einem Monat da drin aufbewahren, danach verbrauchen. Und weil ich diese Essenz nicht nur für die goldene Milch verwende, sondern auch mal für Curry, für gelben Reis, geht es bei mir schnell. Also, wie macht man die Kurkuma-Essenz? Warum suche ich das denn? Ich weiß es doch. Man nimmt einen ganz hochvollen Esslöffel Kurkuma, nein, zwei Kurkuma-Esslöffel und vermischt es mit 150 Milliliter Wasser. Dann kocht man das auf und lässt es 10 Minuten langsam kochen. Zum Schluss gebe ich da noch schwarzen Pfeffer rein. Das ist so, bei schwarzem Pfeffer, man muss nicht so, um Gottes Willen, nicht so viel nehmen. Das ist vielleicht bei mir, das sind vielleicht 3 Prisen oder 2 Prisen. Also nicht viel. Man nimmt es dann vom Feuer und lässt es abkühlen. Es ist so eine dickflüssige, gelbe Masse, Paste. Ja, also man kann es so, es ist nicht mehr so. Halt, es ist kein Wasser und es ist aber auch, es ist wie Ketchup vielleicht so, ne? Die bewahrt man dann im verschlossenen Glas im Kühlschrank auf und verwendet. Für die goldene Milch nehme ich davon nur einen halben, maximal einen, je nachdem wie intensiv ich das haben möchte, Teelöffel von dieser Essenz und 150 Milliliter Mandelmilch. Dann nehme ich noch Ingwer, Zimt, Kardamom, Nelke dazu und schlage es mit dem Schneebesen auf. Na, das ist warm gemacht, es wird warm gemacht und schon ist die goldene Milch fertig. Das ist das Rezept. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit den tollen Getränken. Wir haben heute die goldene Milch vorgestellt, vor allem die Samata, na, die stressresistente goldene Milch, die besondere. Und wir haben heute Chaga vorgestellt. Ne? Und Chaga, warte, wo ist jetzt mein... hier. Chaga vorgestellt. Beide Getränke sind tatsächliche Immunbooster und Superfoods. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg damit, dass ihr so schnell es geht, am besten noch diese Woche, wenigstens ein Getränk versucht. Und nächste Woche den zweiten und dann spätestens ab nächste Woche wirklich beides bei euch mit integriert. Es ist wunderbar. Und auch viel Spaß beim Nachkochen der goldenen Milch. Ne, die Essenz ist ganz wichtig. Dann habt ihr das im Kühlschrank und für die Fälle, wo ihr schnell was, auch sogar ein Brei oder so. Ne, wir machen manchmal so einen Haferbrei und der wird dann mit der goldenen Milch gemacht. Ne, und dann ist es mal gelber Haferbrei. Sieht auch cool aus. Wünsche euch viel Spaß dabei und vor allem gute Gesundheit. Bleibt gesund. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne die Fragen rein. Ich beantworte sie gerne bei den Kommentaren. Schreibt mir die gerne also die Fragen in die Kommentare. Dann beantworte ich sie. Ich wünsche euch alles Liebe. Und wenn jetzt hier keine Fragen kommen, dann sehen wir uns nächstes Mal. Ganz bestimmt. Alles Liebe aus Hamburg. Das war Marie Grimm, die vegane Ernährungsberaterin und Fastenbegleiterin. Tschüss.